2018. Sie ist Gründungsmitglied des Hamburger Chapters for Legal Hackers und sie ist Geschäftsführerin von LeCare. Legal Management Software von Rechtsabteilung ist ihr Thema und sie studiert nebenbei Corporate Innovation in Stanford. Zoe Anding. Vielen Dank. Mein Thema ist eigentlich Legal Design in der Rechtsabteilung, aber ich habe es ein bisschen umgenannt und nenne es Legal Design in der Praxis, weil es nicht nur die Rechtsabteilung betrifft in meinem Vortrag. Worüber rede ich? Ich rede konkret über das Legal Retreat, worüber wir gerade den Film gesehen haben. Und zwar waren drei von uns von Team LeCare dabei, eine Juristin, ein Softwareentwickler und ich. Ich bin vom Hintergrund Betriebswirtin, gar keine Juristin. Und wir sind zum Retreat gekommen. Für mich war Design Thinking schon eine bekannte Methode aus dem Studium, für beide meiner Kollegen überhaupt nicht. Und im Vorhinein haben wir uns überlegt, okay, wir bringen eine Challenge mit. Was für eine Challenge würde uns interessieren? Nun ja, da wir Software für Rechtsabteilung entwickeln, seit mehr als 30 Jahren, dachten wir, lasst uns doch die Kollaboration zwischen Rechtsabteilung und Kanzleien näher betrachten. Und was uns da als erstes aufhebt, war natürlich, ach bestimmt, sind so Themen wie Dokumentenaustausch total wichtig oder E-Mails, wie kann man die besser integrieren oder Kosten sind natürlich auch immer ein großer Faktor. Und haben uns da den Prozess von Collaboration zwischen Rechtsabteilung und Kanzleien näher angeguckt. Und gesagt, okay, man muss erstmal überlegen, was wollen wir überhaupt auslagern an eine Kanzlei. Dann der nächste Schritt ist, an welche Kanzlei wollen wir das auslagern. Und dann beginnt ja eigentlich erst die richtige Kollaboration, das Mandat, die Mandatsbearbeitung. Und danach kommt dann noch Aftermandate, haben wir das genannt, wo beide Seiten jeweils die nächste Mandatierung eigentlich vorbereiten. Also haben wir gesagt, gut, worüber wollen wir nachdenken in der Challenge? Über die Mandatsbearbeitung. Und das Retreat war super spannend. Wir hatten eine sehr gemischte Gruppe aus Vertretern von Rechtsabteilungen, von Kanzleien, aber eben auch Softwarehersteller, also wirklich auch Software-Engineers und Betriebswirten. Es war ein sehr diverses Team. Und wie haben wir uns dieser Challenge genähert? Also im Design-Thinking-Prozess guckt man sich erstmal den Problem-Space an und versucht, eine sogenannte User-Journey empathisch nachzuempfinden. Und um das wirklich gut machen zu können, haben wir uns aufgeteilt in zwei Gruppen, in einmal die Rechtsabteilungsgruppe und die Law-Firm-Gruppe. Und haben diese User-Journey innerhalb des Mandates genau analysiert. Und spezifisch, wo sind dort die Probleme? Was ist so richtig mühsam? Was ist so richtig nervig? Jeweils aus der einzelnen Perspektive. Und aber, um eine gemeinsame Lösung finden zu können, haben wir diese Perspektiven natürlich dann zusammengelegt und geschaut, okay, wo sind die Überschneidungen? Wo sind beide Seiten davon überzeugt, dass hier wirklich mal was verbessert werden muss? Und haben ein Problem gemeinsam sozusagen dann uns darauf geeinigt. Das war auch nicht so leicht, ja, weil beide Seiten natürlich ihre Präferenzen und Interessen haben. Aber wir haben gesagt, okay, in der Kollaboration, ja, das ist meistens, das passiert dann eigentlich irgendwie so. Und klar, da gibt es viele Punkte, die uns nerven. Aber was eigentlich ein großes Problem ist, dass bevor man die Kollaboration anfängt, eigentlich nichts wirklich fest geregelt wird. Das heißt, diese, selbst wenn es über Kick-Off-Meetings sind meistens völlig unstrukturiert und es werden auch nicht alle wichtigen Themen behandelt. Deshalb haben wir uns darauf geeinigt zu sagen, okay, wir wollen die Qualität von Kick-Off-Meetings verbessern. Und das war natürlich für mich, der die Challenge sich ausgedacht hat, so, hä? Ich dachte, wir wollen jetzt hier bessere Dokumenten-Exchange-Systeme bauen und datenbasiert und richtig cool. Nee, war überhaupt nicht relevant. Sondern wir haben uns eigentlich um den Bereich direkt vor dem Mandat damit befasst. Und was passiert dann in diesem Design Thinking Prozess? Es ging dann weiter. Wir haben Ideen nämlich zu diesem Prozess oder zu dieser Thematik generiert. Und dieser Ideenprozess ist wieder sehr weit gestreut. Das hat man gerade auch in der Grafik in Astrids Vortrag gesehen. Jede Idee ist willkommen und es wird auch nicht kritisiert. Jede Idee ist gleichwertig, also im ersten Schritt. Und da haben wir dann angefangen und es wurde gesagt, ja, wir machen unbedingt ein Tool und für das Kickoff-Meeting und dann kann man alle Punkte eingeben, die wichtig sind im Kickoff-Meeting. Also es waren ganz verschiedene Ideen, die eine Rolle spielen. Es war eben aber auch die Vorbereitung so eines Meetings, die wichtig ist und wofür man ein dieses Tool brauchen könnte. Da das aber ganz viele verschiedene Ideen waren, mussten wir uns dann einigen und haben diese Ideen konsolidiert und mit ganz vielen Post-its gearbeitet. Auf jedes Post-it haben wir nur eine Idee, weil sonst kann man den Überblick nicht behalten und es lässt es eben einfacher zu, die Ideen dann zu clustern. Unser Zwischenergebnis war dann, okay, also wir wollen ein Tool haben, damit man diese Kick-Off-Meetings erstens gut vorbereiten kann, aber auch im Kick-Off-Meeting selber ein Tool hat,
was einen gemeinsam durch dieses Meeting führt. Also wenn beide Seiten, die Rechtsabteilung und die Kanzlei zusammenkommen und quasi das Mandat anstoßen, dass es wirklich verschiedene Punkte gibt, die da bearbeitet werden, die auch vorbereitet wurden. Das heißt, die Informationen werden dann nicht erst in dem Moment gesagt, oh ja, da müssen wir noch eine Rücksprache halten, sondern es wurde alles vorbereitet und das Tool führt einen wie so einen Workflow-Prozess eigentlich durch das Meeting. Dann wird festgelegt, was ist unser Budgetrahmen, wie lange ist das Mandat, wollen wir Zwischenpunkte wie so Milestones einführen, wie oft kommunizieren wir, über welche Kanäle, nur E-Mail oder auch Telefon, gibt es ein Partner-Update oder nur auf anderen Levels, also solche Dinge, dass die überhaupt mal festgelegt werden. Ja, das fanden alle in unserer Gruppe eigentlich sehr wichtig und das Tool wirkt dann im Nachgang quasi wie eine Kommunikations- und Projektmanagement-Plattform. Das war so unsere Idee. Und dann nach der Ideengenerierung geht es dann in die Prototypphase. Und das ist ein bisschen anders als jetzt wie gestern und vorgestern beim Hackathon. Es geht in erster Linie überhaupt nicht darum, direkt schon ein richtiges Tool zu bauen und anfangen zu coden und so richtig techy zu werden, sondern es geht erstmal darum, überhaupt die Ideen zu visualisieren. Das Thema hatten wir heute auch schon öfter. Und das tut man am besten mit Papier. Und das kann man nämlich dann schnell wieder entfernen und austauschen mit einem anderen Papier und hat eigentlich noch gar keine großen Ressourcen verschwendet. Das ist auch so ein bisschen der Lean Startup Approach, Rapid Prototyping, eben nur auf Papierbasis. Diesen Prototyp muss man dann aber auch testen. Und dann hatten wir eine Userin, die hat mir das dann ganz stolz vorgestellt. Und die konnte damit nur so halb was anfangen. Deshalb mussten wir ihn dann leider etwas verändern. Haben auch direkt an unserem CI gearbeitet. Also wir waren Brill, weil das nämlich die Brilliant Plattform for In-House Lawyers and Law Firms. Und waren dann ganz stolz und auch ein paar empathische Elemente. Die Milestones fanden wir cool. Naja, auf jeden Fall haben wir es dann nochmal getestet und mussten wieder iterieren. Und haben uns letztendlich auf einen gemeinsamen Prototypen einigen können, wo die Rechtsabteilungsvertreter und die Juristen aus der Kanzlei zufrieden mit waren. Und was eigentlich dieses Tool für uns am wichtigsten darstellen sollte, sind folgende Punkte. Also es ging uns nicht nur darum, mit Post-its zu arbeiten und ein bisschen Spaß zu haben, sondern wirklich auch ein Ziel zu erreichen und diese Probleme des Kick-Off-Meetings und der Kollaboration anzugehen. Und das waren folgende. Und zwar war gewünscht, dass es eine klare Vorbereitung und klare Struktur von diesen Kick-Off-Meetings geben kann oder einen Rahmen dafür erschaffen wird, dass das möglich ist. Zweitens, ein professionelles Projektmanagement für die Mandatsbearbeitung aufzusetzen, was wirklich nicht Standard ist in der Branche. Manche machen das ganz toll und viele Kanzleien kümmern sich da auch schon aktiv drum, aber es ist einfach nicht State of, also es ist nicht überall vertreten. Dritter Punkt, Transparenz, auch nicht überall beliebt, ja, vor allen Dingen auf der einen Seite, was so die Kosten angeht, aber in der Rechtsabteilung ist das denn doch sehr wichtig zu sehen, wo stehen wir gerade mit unseren Kosten, Thema Legal Spend spielt dann natürlich eine Rolle, aber eben auch klar definierte Kommunikationsfrequenz und einfach die Definition, auf welchen Kanälen kommunizieren wir, nicht, dass immer was chaotisch läuft und mal hier eine E-Mail und dann manche haben dann schon sogar Slack oder dies und doch noch eine WhatsApp, also das ist meistens Chaos, deshalb haben wir überlegt, vielleicht so eine Kommunikationsplattform, wo die gesamte Kommunikation noch stattfindet, wäre hilfreich. Und was ein großes Anliegen war, zu gucken, ob man nicht die Anzahl überflüssiger E-Mails, Budgeterhöhungsanträge, was gab es noch, Deadline-Verschiebungen und eben Konflikte reduzieren kann. Und ja, also wir sind sehr gespannt. Ich kann so viel verraten, dass wir bei Hecare dran sind, so etwas Ähnliches aufzubauen. Und ich würde Sie gerne alle herzlich einladen dazu, wenn Sie Anregungen oder Ideen haben, dabei mitzuwirken oder einfach das Produkt zusammen mitzuentwickeln, bin ich dafür sehr offen und würde mich sehr freuen. Und ja, jetzt würde ich gerne an Dalia übergeben, die zu Legal Design im Education-Bereich etwas sagen möchte. Vielen Dank.